Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Yeah! Ja, und diesmal spiele ich nicht alleine, und zwar ist der Sergeant Müller mit dabei. Moinsens! Ja, wie ihr gesehen habt, bin ich der Killer. Bin ich der Killer. Und ja, wir spielen das jetzt gerade nur zu zweit, weil sich so zu finden ist absolut nicht machbar. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir spielen jetzt einfach mal zu zweit. Das macht auch eine Menge Fun. Wir haben es probiert. Also es ist schon okay. Und ich als Killer kann jetzt so viel reden. Und der Müller ist so angespannt. Das ist geil. Aber Müller, ich muss sagen, Sergeant Müller, der hat auch nicht viel Erfahrung jetzt mit dem Spiel. Der hat vor uns die erste Runde gespielt und das war es dann auch schon. Richtig, ja. Und natürlich habe ich jetzt hier für mich die beste Rolle überhaupt. Ich werde Crash wie ein Mädchen. Wieso kreischst du denn jetzt schon? Wegen der scheiß Krähe. Okay. Ja, es ist halt jetzt umso schwieriger für mich. Nein! Was ein... Aber du kannst ja, da du ja im Killer-Modus bist, den Leuten mal erklären, also für die, die bei mir zuschauen, um was es sich bei dem Spiel eigentlich handelt, dreht, was deine Aufgabe ist, was meine Aufgabe ist, weil ich weiß es selber nicht so genau. Ja, also ich bin, es geht hier darum, dass es gibt vier Flüchtende sozusagen und einen Killer. Es ist also wie so ein Teenie-Horrorfilm aufgebaut. Ja, die vier Flüchtenden, die müssen hier die müssen hier Generatoren anschalten. Und wenn sie diese Generatoren da unten links, seht ihr die Stückzahl, wie viel angeschalten werden müssen. Alle angeschaltet sind, öffnet sich der Ausgang. Den müssen die dann extra nochmal betätigen und dann... Und dann sind sie geflohen und ich bin halt der Killer oder der andere ist der Killer und müssen den halt aufhalten, die aufhalten. Es gibt hier drei verschiedene Killer sozusagen. Einmal den ich habe mit der Kettensäge, dann einmal einen Fallensteller und einmal einen Geist. Der kann sich unsichtbar machen. Und ja, normalerweise ist das 4 gegen 1, aber dadurch ist hier noch kein richtiges Freundesystem, also Freundegruppen oder sowas gibt, wurde da übel mit 1 gegen 1 zurechtfinden. Und wie ihr das sicherlich bei Sergeant mitbekommt, was ihr jetzt bei mir natürlich nicht hört, ist, wenn ich näher ihm komme, hört ihr einen Herzschlag. Und da weiß er, aha, ich bin in der Nähe. Und ich bin halt, das Einzige, was ich immer sehe, ist entweder ihn selbst, wenn ich ihn irgendwo entdecke, oder wenn er jetzt zum Beispiel bei dem Generator, wenn er die anschaltet, dann hat er so ein kleines Minispiel, immer so zu einer bestimmten... Da. Wo ist es zu einer bestimmten Zeit die Leertaste drücken, wenn man das verkackt, dann gibt es einen kleinen Stromstoß und dann sehe ich das auf der Karte, wo das laute Geräusch herkommt. Komm her! So, meine Aufgabe ist es halt, ihn zu jagen. Ja, und das. Ihn zu schnappen. Und ihn an den Haken zu hängen. Und halt 1:1 ist halt blöd, wenn ich ihn jetzt hab, dann einmal an Haken hängen, dann ist das auch gleiches Ende. Normalerweise, wenn ihr dann vier Leute seid, dann kann der andere den anderen noch retten und kann man sich noch gegenseitig helfen. So ist das nun mal nicht möglich. Ja. Ja. So läuft das ab. Das war jetzt auch Glück, muss ich sagen. Dass ich das überhaupt gesehen habe. Dass ich da hinten in dem Versteck gesehen habe. Das war jetzt Glück. Muss ich zugeben. Ja, und ich muss nur sagen, also ich kann nur sagen, solche Spiele sind überhaupt mein Fall, also ja, da kacke ich mir auch nicht in die Hose. Also falls und jetzt hier Leute sind, auch die jetzt hier zugucken, die schon mit uns zu tun gehabt haben oder so und das Spiel besitzen und Bock haben mitzuzocken, sagt Bescheid. Weil das auf jeden Fall. Ist definitiv, haben wir noch für 3 Mann Platz.
Und da wird es halt eben 4 gegen 1 gehen. So, okay. Nun gut, du kennst ja die ganzen Maps. Naja, kennen. Was heißt kennen? Ich bin ja auch bloß hin und her gelaufen. Das Positive ist halt auch wieder, als Flüchtender hast du Third-Person-Ansicht. Das heißt, du kannst die Umgebung noch mit angucken. Und als Killer bist du im Ego-Modus. Modus. So. Wir müssen natürlich schauen. Und natürlich, also ihr kriegt das glaube ich nicht so besonders jetzt mit, aber da ich ja ein 5.1 habe, höre ich jeden Scheiß. Ich höre die Grillen zirpen oder was das da ist, ich höre Krähen, ich höre alles. Ja, die Soundkulisse ist hier sehr geil bei dem Spiel, muss ich sagen. So, und das habt ihr jetzt gesehen, das hat er jetzt sicherlich selber mitbekommen. Da hinten hat jetzt der, als Killer, da hinten der Generator gepfluppt, der hat da ein bisschen verkackt und jetzt weiß ich, in welcher Richtung er ungefähr ist. Jetzt dürfte er langsam auch meinen Herzschlag hören, denke ich mal. Also sein Herzschlag oder mein, ich weiß gar nicht, welcher Herzschlag das ist. Oh, jetzt ruckelt es gerade bei mir. Was ist denn da los? Ja, da seht ihr mal, wie weit er weggegangen ist, wenn man nur an einer Stelle bleibt. Ist einfach gigantisch. Ich weiß ja, dass er kommt durch Bum 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 Bum. Aber... Oh, 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 oh. Geräusch war jetzt irgendwie... Stumpf, sind das meine eigenen Schritte? Ich hab keine Ahnung. Das habe ich aber jetzt gehört. Aber ziemlich leise, muss ich sagen. Also heißt das, dass du so weit weg bist? Hätte ich jetzt auch an deiner Stelle gesagt. Hm. Oh, Was machst du denn? Nix. Von Vogel. Ja, super. Ich bin jetzt so ein bisschen angespannt, weil er irgendwie wieder verarscht hat mich hier gerade nach Strich und Faden. Oder ich habe jedes Mal auf dem Schirm hier. Und gut, also. Aber machen wir es mal kurz so. Sag mir mal, nee, warte mal. Wir machen so, ich gehe mal jetzt kurz zum Generator. Ja. Und dann zeige ich mal meinen Zuschauern, wie du überhaupt aussiehst. Generator. So, müsste es gleich irgendwo kommen, ne? Da bist du ja. Ich wusste, dass er kommt und ich hab mir in Hosen geschissen. Guckt euch dieses eklige Gesicht da mal an. Halt mal. Witzig. So, okay, das muss ich, jetzt müssen wir fernsehen, natürlich mal ganz kurz. Gehen wir hier ein bisschen hinter, dass er ein bisschen Zeit hat. Machen wir 5, 4, 3, 2, 1. So, jetzt hören wir uns. Das Geile ist natürlich, dadurch, dass ich ihn jetzt geschlagen habe, ist er, also man kann, muss ihn zweimal schlagen, dann geht er zu Boden. Aber wenn man ihn einmal geschlagen hat, dann ist er verletzt. Und jetzt habe ich nämlich einen Vorteil, wenn er in der Nähe ist, höre ich ihn atmen. Zumindest zu jammern. Aber es ist sogar noch mehr noch gemeiner, da du ja meine Blutspur siehst. Nee, das ist falsch. Nein. Die sehe ich nicht. Müsstest du aber. Nee, wenn du rennst, dann sehe ich die Spur, wo du lang gerannt bist. Das ist einfach bloß Lautstärkepegel. Komme ich hier eigentlich hoch? Nein. Ach, gut. Kommst du da hoch? Sagst du? Ich komme dich zu holen. Ah.
Oh yeah. Da freut er sich. Wo jammert er denn? Na, oh, was ist kein Benzin mehr? So, das war's doch schon wieder von dem Ballon. Ja, ich sag ja, zu zweit ist es nicht so toll wie alleine. Wie mit mehreren Leuten. Aber irgendwas muss man ja tun. Wir haben Bock auf das Game. Ja, wickelt gar nicht, ne? Ja, so. So ist das. Also ich kann machen, tun, was ich will. Als einzelne Person ist es echt schwer, gegen den Killer halt voranzukommen. Man muss das wirklich mit mehreren Spielen legen, dann ist der Faktor noch besser. Und ja. Ich muss aber sagen, das Spiel macht mir enorm Spaß. Auch wenn ich es die ganze Zeit verliere. Aber das Spiel macht dennoch Spaß. So. Reicht zweimal oder dreimal? Also, ich denke mal, zweimal reicht, oder? Okay, dann machst du jetzt einen Killer als nächstes und ja, mal gucken, wie ich mich schlage. Ach so. Okay, nicht abwechseln. Gut, dann hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Wir zocken immer noch zu zweit. Liebe Sarge und Müller Gaming ist am Start. Willkommen, Freunde. Jetzt habe ich endlich mal die richtige Seite. Und er ist der Kick-Killer. Der Killer. Und ich bin der. Er hat den Geist. Ich krieg eine Macke. Wir werden ihm das Fechten lehren, Freunde. Ja, das ist ein enorm beschissenes Monster. Und jetzt bin ich richtig angespannt. Ihr merkt ja sicherlich, dass ich jetzt hier locker flockig rumgehe. Weil ich brauche keine Angst mehr haben. Das ist richtig, er hat ja auch den Geist. Er kann sich unsichtbar machen. Was los, Onkel? Warum nicht mehr so gesprächig? Ja, das machst du nicht. Du warst auch nicht so gesprächig als Fliehender. Nee. Fuck, dieser Drecksack. Der klöcknert sich hier rum. Macht dich das nervös? Ein wenig schon, aber das Gute ist, wenn man ganz, ganz genau hinguckt, kann man den Geist sehen. Auch wenn er unsichtbar ist. Ich krieg dich schon, mein Freund. Ich krieg dich. Ja, sicherlich. Was zum Schicksal? Du, dein scheiß Gebimmel. Aber warum ruckelt denn das andere mein Spiel? Was ist denn los hier? Sergeant Müller, die Schulglocke. Richtig. Aber vielleicht ist es sogar dein letztes Lied, was wir spielen. Kann gut möglich sein.
Aber ich bin auch ein bisschen angespannt, merke ich. Weil ich... Da ist er, die Drecksau. Weißt du, ich seh dich nicht, oder was? Du kannst mich mal am Arsch lecken. Du, ey, Drecksack. Erstmal das Blut abwischen hier, ne? Scheiße. Dieser Scheißtyp, obwohl ich ihn gesehen hab. Hab ich trotzdem Panik bekommen. Wiggle, liebe Freunde, wiggle. Ach, da haben wir die Pika. Tschüss. Fick dich. Ah, Scheiße. Na komm hoch. Ich helf dir mal hoch. Mann. Und na, tschüss. Super. Das war's. Wir brauchen unbedingt mehr Leute, liebe Freunde. Auf jeden Fall. Meldet euch, wenn ihr das Spiel habt, meldet euch hier und wollt zusammen zocken. 2-3 Plätze sind noch frei. Ja, und das, also der Typ nannte sich, glaube ich, Geist, ja, oder das sowas, war der Geist, ne? Genau. So, ja. Auf dem Schrottplatz. Ja, Schande. Geht ab. Jetzt habe ich halt das Gute. Jetzt höre ich ihn halt auch mal. Das ist natürlich für ihn auch ein bisschen schwerer als für mich. Ja, das war schon richtig. Ein bisschen schwerer für ihn. Ja. Brauchst du nicht gleich so still zu sein. Du bist der Killer. Du darfst nicht angespannt sein. Ich bin auch nicht angespannt. Ich bin eher so... Genießer. Ich bin ein richtiger Genießer. Okay. Ich genieße die Stille. Genieß die Stille. Ja, ich genieße sie. Weil man hat nicht jeden Tag das Vergnügen, jemanden einfach so zu ärgern. So, und ich werde meinen Onkel mein Heim hier... hi! Also ich werde dann meinen erklären, wenn Onkel meinen Typi gesehen hat. Was? Ach so. Yo, wo ist denn der nächste Generator?
Und das ist irgendwie das Problem. Er muss nur zwei machen. Und das ist ziemlich knackig, ihn bei so vielen hier aufzuhalten. Ja, das ist aber echt bei... Da ist aber echt bei... bei Zweemann der Geist echt scheiße, muss ich sagen. Weil das ist ja... Ne? So, meine Vermutung ist, dass er jetzt da ist, wo ich hingucke. Weil das ist eigentlich das Logische. Nein, oder auch nicht. So. Bubidi bub 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 bubidi bub bubidi bub bub. Er ist schon weitaus schwieriger, wenn man nicht einfach so über die Map wandern kann, ohne dass der Gegner es bemerkt. Ja, der Geist macht halt mehr Spaß. Ja, aber du bist aber auch total imbar gegen einen. Okay, so geht das also auch. Das Problem ist, er kann ja jederzeit abhauen. Aber wenn ich ihn einmal gesehen habe... Du Wacke, Alter. So, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten zu entkommen. Entweder zur Bodenklappe oder die zwei Ausgänge. Die Bodenklappe ist verdammt schwer zu finden, weil die ist irgendwo. Yes. Oh. 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 Oh Mann. Ja gut, da konnte ich jetzt nichts gegen machen. Auf jeden Fall den ich jetzt habe, der ist halt, denke ich mal, gut
für wenn mehrere Leute da sind? Weil ich hatte den mit den Fallen. Ja, nee, das ist auch so gut. Also ich persönlich habe mir geschworen, wenn ich jetzt gegen dich alleine spiele, nämlich kein Geist, weil das ist Schwachsinn. Da hast du keine Chance als Flüchtender. Null Chance. Weil okay. Du musst dich ja irgendwie trotzdem. Du hast ja keine Chance. Du wirst ja einmal an den scheiß Haken gegangen und fertig ist. Und irgendwie musst du dich ja wehren können. Und wenn du dich. Ja. Wenn auf einmal einer hinter dir steht und dann metzelt dich gleich nieder, hast du keine Chance mehr. Du kannst ja weglaufen. Hat ja nicht funktioniert. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast, dass du ständig mich wieder gesehen hast. Aber hat nicht funktioniert. So, okay, liebe Freunde. Das zweite habe ich es geschafft. Und ich hätte jetzt 8000 Punkte bekommen, aber ich krieg die leider nicht. Ja. Naja, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich im nächsten Part. Tschüss. Tausend.